Kreative Modder haben The Sims 2 mit dem aktuellsten Teil der Reihe fusioniert. Und was dabei rausgekommen ist, macht mich wirklich sprachlos. Ich hatte heute Morgen Probleme mit einer Zeitmaschine, die plötzlich in meinem Wohnzimmer aufgetaucht ist. Und seitdem sieht mein The Sims 4 Spiel plötzlich ganz ungewohnt aus. Ja, auch dieser kleine Sneak Peek bei The Sims 5 hat mich so ein bisschen traumatisiert. Ja, liebes EA-Team aus der Gegenwart, es wird wirklich keine gute Idee sein, die Sims bei The Sims 5 hinter einer Paywall zu verstecken. Spaß beiseite, ich habe mir eine umfangreiche Mod von der Simmerin Vixated runtergeladen, die die altbekannte Benutzeroberfläche aus The Sims 4 umwandelt, so wie wir sie in The Sims 2 hatten. Ja, hier im Cars angekommen, habe ich echt krasse Nostalgie-Flashbacks mit diesem Hintergrund hier. Ich finde, es sieht direkt alles so ungewohnt aus, obwohl hier ja jeder Knopf an genau der Stelle ist, wie er auch sonst in The Sims 4 so platziert ist. Ich frage mich, wie lange es gebraucht hat, das alles umzusetzen, wenn man sich mal die Benutzeroberflächenknöpfe hier genauer ansieht. Die wurden alle überarbeitet, jedes einzelne Detail. Wie sieht eigentlich die Galerie aus? Die müssen wir jetzt mal öffnen, die gab es ja auch zu Zeiten von The Sims 2 noch nicht. Wo wir hier gerade schon bei The Sims 2 sind, es gibt auch Simmer, die sich die Mühe gemacht haben, Gebäude und Häuser aus The Sims 2 nachzubauen. Hier das Haus der Grusels. Ach man, Schande über mich, aber ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie dieser legendäre Haushalt in The Sims 2 überhaupt genau aussah. Auch eine Nachbildung von Don Lotarios Haus ist hier auf jeden Fall mit dabei. Mit diesen ganzen Gebäuden aus der Galerie kann man ja schon fast einen ganzen Spielstand nur mit The Sims 2 Haushalten machen. Oh, wow, okay, der Ladebildschirm ist ja super genial. Der hat wirklich eine starke Anlehnung an den aus The Sims 2. Ja, die Taxis, die suchen wir bis heute immer noch ein bisschen vergeblich. Und ich merke gerade wieder, wie blau die Benutzeroberfläche eigentlich früher war. Ich muss ehrlich sagen, der blaue Farbton ist schon irgendwie iconic, aber mittlerweile habe ich mich sehr an dieses cleane, schlichte Weiß gewöhnt, sodass ich das fast mittlerweile ein bisschen schöner finde. Kleiner Funfact an der Stelle, für The Sims 4 war ursprünglich auch eine blaue Benutzeroberfläche angedacht, die ihr hier im Hintergrund seht. Ist es dann letztendlich doch nicht geworden. Ah, wie cool. Und die 3D-Karten von 20th Century Plumbob passen hier natürlich auch perfekt mit rein. Ja, selbst in The Sims 2 war die Karte noch wirklich 3D. Man konnte sich frei rumbewegen. Wisst ihr noch, wie lange dieser Ladebildschirm bei The Sims 2 immer gebraucht hat? Ich frage mich manchmal immer noch, ob das Spiel da irgendwie eine kurze Pause eingelegt und ein Grillkäse-Sandwich gegessen hat. Oh, die ganzen Symbole hier kommen mir doch direkt schon sehr vertraut vor. Das ist ja wirklich genial. Die einzelnen Objekte der Kategorien hier sind nicht nur umgefärbt, sondern es wurden wirklich die Versionen aus The Sims 2 genauso nachgestellt. Ich finde, das sieht man gerade am Ofen richtig gut. Ja, aber auch mit dieser Mod kann man die Karrieren nur über elektronische Geräte finden und nicht, wie es in The Sims 2 früher der Fall war, mit der Zeitung. Die ganze Benutzeroberfläche ist wirklich so detailverliebt. Hier sind jetzt auch so kleine Symbole mit eingearbeitet worden. Für alle Nostalgie-Fans kann ich diese Mod auf jeden Fall wirklich empfehlen. Wenn ihr euch die Modifikation selber herunterladen möchtet, wo übrigens auch die Cursor ausgetauscht wurden, den Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich habe zusätzlich hier noch diesen ganzen Bereich runtergeladen mit weiteren Anpassungen anderer Creator. Wie cool ist das denn? Das sehe ich jetzt erst. Der Sim hat ebenfalls 500 verschiedene Objekte mit weiteren Farbalternativen versorgt. Einfach noch so als Goodie hier reingeworfen. Sehr cool. Ich finde es immer noch so genial, was manche Simmer sich für eine Mühe geben, um längst vergangene Zeiten hier wieder so in The Sims 4 reinzuholen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Mods-Vorstellungen von mir verpassen wollt. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.